Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Jo, dann geht's heute weiter mit einem bisschen Busfahren. Wir dürfen wieder Buschen fahren. Nimm mal die. Warte mal. Ja, bitte noch werfen. Warte mal, wo haben wir sie denn? Navigationsmenü. Da, genau. Die wollen wir nämlich anfahren. Tageszeit, Nacht, weil wir sollen ja Nacht fahren. Und dafür kriegen wir einen neuen Bus auch. So, Fahrtbeginn, bla bla bla. Fahrsimulation realistisch. Das können wir auch so alles übernehmen, wie wir es haben. An Early Event aktivieren. Naja. Freifahrt aus, Rundfahrt aus, Loop aus, gekehrte Strecke, ne, brauche ich alles nicht. Gut, dann fahren wir jetzt Bus. Allein schon auf der Strecke wird gewartet. Die Strecke hat sich deswegen ein bisschen geändert. Okay, das sollten wir. Warte mal. Ja, die ich hier angezogen. Genau. Das Ding ist immer noch in Automatik, das heißt auch Drive und. Gib ihm. So, habe ich jetzt irgendwie mein Licht auch angemacht? Fernlicht brauchen wir nicht. Normales Licht reicht. So, okay. Mal schauen, ob heute diesmal auch wieder geblitzt werden. Ja. So, Rollstuhl fahren wir nicht. Diesmal. Warte mal, jetzt muss ich wieder komplett reinkommen. Genau, vordere Türen, hintere Türen. Ich brauche eine Fahrkarte. Du kriegst eine Fahrkarte. Was möchtest du denn? Einmal ein Wochenticket. Und du brauchst Standard. Und du brauchst auch nur eins. Okay, nimm mal das doch. Was kriege ich von dir? 30 Euro. Ne, 28 Euro, 30 hast du. Komm, ich gebe dir mal Kleingeld. Danke. Einfach mal 10, 20 Cent Münzen gegeben. So, du willst kein weiteres Ticket, alle Schwarzfahrer, okay. Tür zu. Alleingestiegen hier. Gut. Dann ziehe ich jetzt die Handbremse ab. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Kommt kein Auto, kommt kein Auto. So, diesmal achten wir jetzt auf die Geschwindigkeit. 50 ist in der Stadt erlaubt. Stimmt nicht, heute ist Montag. So. Es macht ja Laune, das Spiel, muss ich sagen. Und ja, ich fahre auch nicht wie ein gesenkter Assi, sondern ich fahre wirklich. So, du willst da jetzt. So, dann gehen wir schon mal mit dem Gas runter. Ja, habe ich schon getan. Tick zu weit, okay, passt. So, kein. Wieder kein Rollstuhlfahrer, sehr schön. Was? Aber bis dann noch Angst vor was haben? Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte möchtest du haben. Was möchtest du? Der Name eine Tagfahrkarte. Und du bist auch ein Standard-Typist und willst auch nur eine Karte. Dann kriege ich von dir 3,80. Okay, 10 hast du mir jetzt gegeben. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Warte, was? Du möchtest schon wieder Fahrkarten haben? Okay, du bist ein Wochenticket, du bist Student und du willst drei Tickets haben. Eins, zwei, drei. Und wie so Leuten, so wie dir, stehe ich wieder viel zu lange an der Haltestelle. So. Von dir kriege ich jetzt. Wobei ich gerade merke, ich habe zu viel Fahrgeld. Geht zu viel Geld vergeben. Geist. Danke. So. Gut. Passt. Ich hatte meinen gerade zu viel gegeben, hast du gesehen. Ich dachte, der gibt mir was zurück. Aber das macht er nicht. So, dann machen wir wieder zu. Oh, das war keine Absicht. Genau. Und warum man so laut ist gerade, weiß ich auch nicht. Das heißt, wir können wieder raus. Warum auch immer der jetzt eigentlich tatsächlich wieder. Ich habe was falsch gemacht. Handbremse.
So funktioniert's. Falsche Taste gedrückt die ganze Zeit. Wir haben eine Minute zu lange an der Schalterstelle gestanden. Okay, jetzt müssen wir hier rum. So, vielleicht auch mit 40 durch die Stadt, damit wir halt nicht... So, habe ich jetzt Vorfahrt? Ups. So, die Haltestelle ist da vorne. So, haben wir die Übungsfahrt. Ja, yeah, schon klar. Ich sag, der war perfekt. Dann sind wir an einer rosa Kuh vorbei. Ja, die habe ich auch gesehen. So, Tür auf. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du brauchst eine Fahrkarte. Du bist ein... Jetzt brauchst du ein Wochenticket. Wochenticket, du bist ein Senior und du brauchst ein Ticket. Danke. Oh, du hast es sogar passend gegeben. Perfekt. So. Gut. Alle eingestiegen, alle ausgestiegen. Wunderbar. So, dann können wir jetzt weiterfahren. Warte mal, nicht so schnell fahren, weil hier vorne ist ein komischer Pöller. So. Der LKW muss halten, das tut er auch. Perfekt. So, Südspeicher ist die nächste Haltestelle. Da vorne ist wieder so schon eine komische Baustelle. Heute haben wir keine Glück, bisher haben wir keine Rollstuhlfahrer. Ich habe die Zeit auch fast wieder drin. Moin. Moin. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, du brauchst natürlich eine Fahrkarte, klar, eine Wochenkarte. Die geht ja weg, wie waren wir denn in diesen Wochenkarten? Nein, war ich nicht. Standard und du brauchst sowas kriegst. Auch du machst es passend, perfekt. So. Alle Tickets. So. Gut, da kommt auch keiner. Das heißt, wir können ohne Probleme raus. Ja. Yeah. So, die Linie scheint gut getestet zu sein. Wir sollen ja eine Linie testen. Bist du... Oh, geklappt. Flieger korrekt eingesetzt, war gut. Wir sollen die Linie austesten und wie viel sie nutzen würden, ob sie es überhaupt lohnt, eine neue Startlinie einzurichten. So, da möchte einer aussteigen. Das ist klar. Es ist auch die Endhaltestelle. So, aber. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. So, jetzt muss ich anhalten. So, einmal links gucken. Halt. Da kommt ein Auto. Das rechts ist mir gerade letztlich egal. So, lassen wir die mal durch. Und wir haben die Zeit wieder voll drin. So, nächstes rechts und dann haben wir es schon wieder geschafft. Warte mal, war das eine Ampel oder war das jetzt keine Ampel? Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ist gut. Ich habe ab 4 Uhr. Der will abbiegen. Daher ist es unwichtig. Ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. So, da wollen welche schwimmen gehen? Das interessiert mich jetzt nicht gerade. Ach nee, Moment. Da muss kommt ein Auto. Okay, der lässt mich raus. Dankeschön. Das war die falsche Haltestelle. Upsi. Moment, habe ich den jetzt rausgelassen? Habe ich den jetzt nicht rausgelassen? Soll ich da nicht halten? Ich glaube nicht. Er hat gesagt, Haltestelle, Endhaltestelle. Also was war hier? Was war hier? Scheiße. Ich habe es wieder hingekriegt. Ich war dicken zu schnell. Ich hasse das. Dritte Fahrt, dritte Mal geblitzt. Ich glaube, ich krieg nur Knöllchen, die ganze Zeit Knöllchen. Ich habe jetzt einmal nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Bitte alle aussteigen. So, alle mal aussteigen. Bis dann. Tschüssi. So, ich habe die Fahrt abgeschlossen.
Alle Türen zu. Genau. Jetzt müssen wir zurück zum Bus-Info. Okay. Das heißt hier rechts jetzt. So, Vorfahrt beachten. So, okay, der ist mir jetzt gerade uninteressant. Der ist nämlich noch weit genug weg. Oben um mich rum. Passt perfekt. So, jetzt haben wir einen kleinen Stau. Ja, mehr oder weniger. Links abbiegen. Das schaffe ich noch. Ist ein bisschen schwierig, alles zu sehen. So. Hier wird gebaut. Rechts. So. So. Ich will diese komischen Kerl, das ich überholen wollte. So, jetzt müssten wir eigentlich hier rechts abbiegen. Oder? Wo müssen wir denn hier rein? Ah, hier links. Nicht rechts. Und wieso überholst du mich mitten in der Stadt, du Idiot? Ah, warte mal. Ich glaube, ich stehe falsch. So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Achso, ah, hab ich doch Automatik. Jetzt will ich mal stehen. So, krieg ich das hin? Ups. Ich hab Fußgänger angefahren. Das sollte man tun, die so normal lassen. Ich sehe nichts. Wo ist denn da hin? Was sind das denn für Schilder? Dann. Ich ziehe jetzt. Wo muss ich denn da hin? Das zu wechseln. Navigieren. Muss ich da nicht hin? Ah, hier. Irgendwie Bus auf die Phase. Weiter, Fahrt abbrechen. Gut, haben wir das auch soweit geschafft. Zack, zack, zack. Gut, Strafe fürs Rad. Boah, ich habe 20.000 verloren, ich scheiß Fußgänger. Der sagt mich direkt verklagt. Das war jetzt keine Absicht. Mann. Da haben wir haben wir fast mal alles wieder verloren. Die ganze die Hälfte verloren. Naja. Okay. Jetzt gesamt gefahren Strecke, wieso hat die eine nicht genommen, okay? Statistikstreckenplaner eingestellt. Eingestellt. Ich kann mal gucken, ob ich einen Fahrer einstellen kann. Fahrer um Taxi gesammelt, geht freiwillig mit fremden Katzengasse. Das ist so eine tolle, die Woche. Alles Lehrling. Aber ich kann mal. Ich stelle sie mal ein. Fahrer entlassen? Brauche ich nicht. Ich stelle sie nochmal ein. Komm, ich stelle zwei Fahrer einfach ein. Wir haben es ja dicke. Da oben steht 60.000, die wir gekriegt haben. Wäre noch mehr gewesen normalerweise. So, Busdepot. Die Frage ist, was kostet der nächste Bus? Hey, Bus verkaufen. Busliste scrollen. Kann ich nicht machen, ne? Es gibt nur den einen. Ah, da oben ist irgendwas mit Shop. So, die Frage ist, was kosten die?
Der kostet 158.000. Okay, die Kohle haben wir bei weitem nicht. Sehe ich gerade. Was kosten die Gelenkbusse? Die sind nämlich auch schon sehr teuer. Hier ist wohl eine 24.000. Naja, müssen wir ein bisschen sparen. So, Multiplayer brauchen wir nicht. Spiel beenden brauchen wir auch nicht. Wir machen nämlich trotzdem Feierabend.